Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mal mit dem Bus unterwegs. Wir fahren von Prag nach Dresden. Wir fahren mit RegioJet, dem tschechischen Anbieter und Hauptkonkurrenten von Flixbus, auf dieser Route. Unsere Fahrtroute seht ihr hier auf der Karte, damit ihr einmal seht, wo wir langfahren. Und tatsächlich ist in diesem Fall auf dieser Strecke der Bus auch die schnellste Variante, etwa eine halbe Stunde schneller als der Zug, da die Bahn hier entlang der Elbe fährt und wir einfach direkt auf die Autobahn fahren und dadurch ein bisschen schneller unterwegs sein können. Wir sind heute in der Klasse Relax von RegioJet unterwegs. RegioJet hat drei Klassen, das sind einmal normale Reisebusse, die auf kürzeren Verbindungen eingesetzt werden. Relax als mittlere Kategorie und Fun and Relax als beste Kategorie. Auf der Route Prag-Berlin, die über Dresden fährt, werden eben hauptsächlich die Relax-Busse eingesetzt. Die haben sehr bequeme Sitze, einen großzügigen Sitzabstand. USB-Steckdosen und reguläre Steckdosen sind vorhanden und kleine ausziehbare Klapptische. Die Sitze sind extrem weit verstellbar und wirklich sehr, sehr komfortabel. Das hat nichts mit dem typischen Reisebus-Sitz zu tun, den man sonst so kennt, eben auch bei der grünen Konkurrenz, wobei es da ja sehr unterschiedlich sein kann. Bei RegioJet weiß man genau, was für ein Bus eingesetzt wird, das kann man bei der Buchung gleich sehen. Und zwar sucht ihr eure Route aus und die Fahrzeit und wenn ihr dann den Preis anklickt, danach steht dann in der Übersicht, ob es ein Relax oder ein Fun and Relax Bus ist. Aber beide sind sehr bequem. Bei Fun and Relax gibt es dann sogar noch Bildschirme mit dabei, bei denen man dann gratis Filme angucken kann. Also das nochmal eine Ecke luxuriöser. Aber die Sitze sind auch im Relaxbus schon äußerst bequem und es ist sehr angenehmes, komfortables Reisen. Und das Ganze meistens sogar deutlich günstiger oder zumindest gleicher Preis wie die grünen Konkurrenzbusse. Ja, leider hat Flixbus inzwischen so eine Marktmacht, dass sie auch in Tschechien RegioJet ein wenig gefährlich werden können. Das wäre extrem schade, wenn RegioJet da verschwinden würde oder die Routen reduzieren würde. Denn das ist wirklich ein meilenweiter Qualitätsunterschied, den hier bekommt ihr wirklich komfortables Reisen, das auch mit der Bahn mithalten kann, was Komfort angeht. Natürlich ist es im Bus immer ein bisschen enger, man hat jetzt keine großen Tische, wo man mit dem Laptop arbeiten kann. Aber wenn man zum Beispiel eh während der Fahrt nur Musik hören möchte, dann ist der Bus da auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Sehr komfortabel, wie gesagt, auf der Route schneller als die Bahn und fährt eben auch ungefähr alle 2 Stunden. Die Route führt über Dresden, geht dann aber eben weiter noch bis nach Berlin. RegioJet, wie gesagt, ein tschechischer Anbieter, privater Anbieter, auch für Bahnfahrten in Tschechien. Mit dem Bus kommen sie nach Deutschland, vor allen Dingen eben auf der Strecke Prag-Dresden-Berlin. Man kann auch von Dresden nach Berlin den Bus nehmen. Auch da gibt es natürlich grüne Busse, wobei ich euch hier ganz dringend empfehlen würde, den RegioJet zu buchen, denn er ist günstiger und ihr bekommt viel mehr für euer Geld. Sogar Kaffee ist teilweise inkludiert, allerdings nur, wenn ausreichend Personal vorhanden ist. In unserem Bus war es jetzt leider nicht der Fall, aber häufig gibt es sogar noch Kaffee umsonst. Und wie gesagt, eben sehr viel bequemere Busse als der durchschnittliche Flixbus. Flixbus eben ein Unternehmen, das mit Partnern zusammenarbeitet. Das heißt, man kann da Glück haben, dass ein sehr komfortabler Bus eingesetzt wird, aber es können eben auch irgendwelche Busse eingesetzt werden. Man weiß vorher nicht wirklich, was da zum Einsatz kommt und wie bequem es wird. Bei RegioJet gibt es eben nur diese 2 Klassen und da wisst ihr vorher schon genau bei der Buchung, was euch erwarten wird. In dem Fall hier der Relax-Bus. Das sind die weißen Busse mit sehr komfortablen Sitzen und dann gibt es die gelben Fun- und Relax-Busse, die dann eben sogar noch mit den Bildschirmen sind, wo ihr dann während der Fahrt sogar noch gratis Filme gucken könnt. Wir sind derweil schon in Deutschland, hier schon in der Nähe von Dresden, verlassen hier jetzt gerade die Autobahn und fahren dann in die Stadt rein. Die Haltestelle hier befindet sich direkt am Dresdner Hauptbahnhof, also wirklich perfekte Anbindung. Hier könnt ihr direkt zur Straßenbahn umsteigen oder vielleicht auch dann mit der Deutschen Bahn weiterfahren. Das ist die Haltestelle Bayerische Straße Hauptbahnhof und hier sehen wir unseren Bus nochmal, ein Bus vom spanischen Hersteller Irizar.
Regiojet verwendet auch ausschließlich Busse von Irica für Fun and Relax und Relax-Busse. Wir sind übrigens deutlich vor der angegebenen Zeit, etwa 10 bis 15 Minuten vor fahrplanmäßiger Ankunft, angekommen. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es war interessant. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer würde ich mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Links erfreuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.